Wie kann das sein, dass jemand Muslim ist und trotzdem sündigt? Weil der Muslim Mensch ist und jeder Mensch ist schwach und jeder Mensch tut Sünde. Und deshalb Allah subhanahu wa ta'ala ist verzeiht und vergibt und ist der Allverzeiher, Allvergeber, Allbarmherzige. Warum? Wenn wir dann Sünden begehen, weil wir unvollkommen sind und wir sind nicht vollkommen, deshalb werden wir Fehler machen. Allah hat uns aber einen Weg gelassen, dass wir immer zurück zu Allah finden, indem wir um Verzeihung und Vergebung bitten. Aber dass du einen perfekten, sündenfreien Menschen findest, dann gibt es nur einen vielleicht. Das ist unser Prophet, sallallahu alaihi wasallam. Aber alle anderen nicht. Und der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, hat von Isa, alaihi wasallam, Isa, Jesus, als er von ihm erwähnt hat, der hat gesagt, er hat keine Sünde erwähnt. Isa, alaihi wasallam. Die Propheten sind perfekte Leute, aber trotzdem, die sind nicht vollkommen. Der vollkommene, perfekte ist Allah, subhanahu wa ta'ala, ist der einzige Gott. Aber Allah hat uns erschaffen und wir haben gut und schlecht. Wenn das Gute überwiegt, dann werden wir gut. Wenn das Schlechte überwiegt, dann sind wir schlecht. Und deshalb, wie kann es sein, dass man Muslim ist und sündigt, weil man Mensch ist und den Islam angenommen hat, versucht man, keine Sünden zu begehen. Aber weil keiner vollkommen ist, könnte passieren, dass man sündigt. Aber da haben wir immer einen Weg, in dem wir Allah um Verzeihung, Vergebung bitten. Und Allah liebt das von uns. Wenn wir was machen, Falsches, dass wir sagen, oh Allah, verzeih uns und vergib uns. Wallahu ta'ala ala wa ala.